Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Dead Space. In der letzten Folge sind wir ja auf das neue Schiff gegangen und haben hier schon mal die blöden Viecher, die da so schnell rennen, also die infizierten Soldaten, haben wir schon ein paar gekillt. Und ich hoffe, dass die jetzt nicht nochmal kommen, aber normalerweise nicht, weil wir sie ja schon gekillt haben. Wie ging der Weg? Hier, glaube ich, ne? Da lang und dann hier links und... Ja, genau. Okay. Gut, soviel ich noch im Kopf habe, müssen wir nach links. Nach links, genau. Haben wir uns hier schon mal umgesehen? Ich glaube nicht. Ne? Einmal der da. Und der... Wir haben da noch 3 Schuss. Da haben wir noch 125. Die müsste voll sein. Die ist nicht ganz voll und die auch nicht. Okay, dann nehmen wir unsere Erbsenpistole und gehen, wo geht überhaupt rein? Torpedoraum. Könnte man an der Nase jucken. Sie juckt nämlich. Wer hätte es gedacht? Machen Sie wieder ganz. Ihr seid doch ganz. Ich hab die doch erst gesehen. Wo müssen wir lang? Nach links wahrscheinlich. Falscher Knopf. Den da wollte ich. Ja, nach links. Dann gucke ich erstmal nach rechts. Oh, da ist ja nichts. Hat das was verändert? Ich glaube nicht. Aber so wie ich schon wieder Musik höre, kommt doch da bestimmt gleich was. Stasepack. Okay, der ist tot. Isaac, ich peile Ihren Standort an, aber offenbar kann ich Sie nicht erreichen. Dieses verdammte Schiff wurde fast in 2 Hälften gerissen. Ich habe es auf die Brücke geschafft. Es ist schrecklich hier. Diese armen Schweine hatten nicht die Spur einer Chance. Ich werde alle Türschlösser deaktivieren, damit sie zum Maschinenraum durchkommen. Wir sehen uns dann dort. Okay, danke. Was ist jetzt mit dem Ding? Müssen wir den mitnehmen? Weil irgendwie sehe ich jetzt keinen Sinn darin, den da stecken zu lassen. Außer, dass das Licht funktioniert. Oh, guck mal, da war noch was. Brennstoff, toll. Darauf kann ich auch verzichten. Okay, dann gehen wir mal durch die Tür. Wenn der uns vorbeilässt. Und das Ding natürlich auch. Lebt ihr noch? Nein. Soll ich das mal mitnehmen? Ich mach einfach mal. Da ist noch einer. Hey, das sieht ja die gleiche Rüstung an wie ich. Hallo, Speicherstation. Ich will von diesem verdammten Schiff runter. Mir gefallen die Einheiten hier nicht. Okay. Weg hier, weg hier! Ist sie. Ich glaube, da ist noch einer. Stirb! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, was ist das denn? Achso, das ist wieder so ein Schneller. Ich hatte schon Angst. Was ist das? Bäm. Und ich hatte schon Angst. Oh. Warum sollte man hier Angst haben? Ich mag diese Viecher trotzdem nicht. So. Dann war es ja schon mal gut, dass wir den anderen da mitgenommen haben. Aber
Wir haben noch Credits. So. Zum oberen Deck. Müssen wir da rein? Achso, wir müssen da sogar rein. Dann gehen wir erstmal da lang. Frachtraum. Ich glaube nicht, dass das so interessant... Ah doch, Frachtraum, das ist der Weg zurück. Schade. Wofür war das jetzt? Ich stecke ihn lieber wieder rein. Oh Gott, das klang jetzt scheiße. Sorry. Ich stecke ihn lieber wieder rein. So, dann geht's ab nach oben, nach unten. Ich weiß es nicht. Ich glaube nach unten. Mr. Clark, ich muss mit Ihnen reden. Mein Name ist Terence Kyle. Dr. Kyle. Hören Sie, wir haben nicht viel Zeit. Wenn Sie das Shuttle wirklich reparieren können, dann gibt es eine bessere Verwendung dafür, als zu flüchten. Sie müssen verstehen, die Kräfte, die hier am Werke sind, sind gewaltiger, als Sie es sich vorstellen können. Wenn Sie jetzt weggehen, dann verurteilen Sie die ganze Menschheit zum Tode. Der Planet wird niemals innehalten, es sei denn, der Marker wird zurückgebracht. Verstehen Sie denn nicht? Die Kirche hat Unrecht. Das ist alles eine Falle. Ich habe es gesehen. Bitte, Sie müssen mir helfen. Also er will, dass wir den Marker zurückbringen und uns wahrscheinlich mit dem Raumschiff in die Luft sprengen. Wenn ich das richtig verstanden habe. Woran hängt der? Ach so, an dem Ding. Ich kann dem auch nicht helfen. Warum denn nicht? Ach, das ist aber gemein. Schwerkraftplatten sind trotzdem an. Ich laufe hier lieber langsam durch. Ich vertraue dem Ganzen hier nicht. Was ist das denn? Achso. Hier ist es auch echt dunkel. Hallo? Es tut mir leid für den armen Kyle, aber ich kann ihm leider nicht helfen. Füße weg, Füße weg. Wow, 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 wow. Sterb. Der muss explodieren, danke. Das sollte es gewesen sein. Aha. Brenn! Wo ist denn das Vieh hin? Ist das reingerannt oder ist es da draußen gestorben und hier reingefallen? Oh Mann, ist alles leer. Die Mistviecher haben auch nichts dabei. Da war er. Hier haben wir einen Kollegen von uns. Hallo. Und tschüss. Lass mal Energie. Ich weiß nicht, wie ich das Ganze immer einschätzen soll. Ich bin mir nämlich unsicher, ob die Entwickler so assi sind, oder waren, besser gesagt,
und mehrere Gegner in einen Floor gemacht haben. Also, dass wenn wir jetzt zum Beispiel hier rumlaufen, dass hier nochmal welche auftauchen. Aber egal, jetzt hören wir uns erstmal den Audiolog an. Hier spricht Commander Cadigan. Wir haben Feinde an Bord. Das ist keine Übung. Feinde sind außerirdischen Ursprungs. Wiederhole, außerirdisch und extrem gefährlich. An alle Crewmitglieder, Waffen bereithalten und nach Ermessen schießen. Und ich sag's noch. Oh, Schießstandwertung. Cool. Achso, okay, das ist nur sein Kopf, der da hin und her rollt. Ich dachte schon. Ich dachte schon, ich habe was anderes gehört. So, noch ein bisschen Flammenwerferbrennstoff. Start. Ach, kriege ich hier keine Muni dafür? Okay, wir haben unendlich Muni. Cool. Das habe ich noch nie gemacht. Ich frage mich, was wir da kriegen am Ende. Bam. Bam. Oh, ich habe am Anfang welche vergessen. Nochmal. Hallo. Hallo. Das waren die, wo ich vergessen hatte. Jetzt kommen nur Bösewichte. Das ist ja cool. Nö. Dich will ich nicht. Dich aber. Mitten in die Weichteile. Yay, Impulsprojektile. Bam. Doch noch. Okay. Komm doch her. Nächster. Einer noch. Was gibt es? Plasma-Energie. Jo, ich denke, das führen wir jetzt einfach mal fort. Ich habe das echt noch nie gemacht. Habe ich auch gar nicht gewusst, dass hier sowas ist. Deswegen will ich jetzt wissen, was dabei rauskommt. Es wird jetzt nur schneller wahrscheinlich. Nein. Schneller und natürlich mehr. Oh, das war knapp. Meins. Und meins. Meins, 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 meins. Was kriegen wir? Was kriegen wir? Was kriegen wir? Ein Medipack Mittel. Okay, ich vermute mal, dass wir auf Level 5 vielleicht einen Energieknoten kriegen. Das wäre natürlich optimal. Es wackelt. Das ist knapp hier. Knappe Kisten. Scheiße, verfehlt. Oh Mann. Jetzt haben wir einen verfehlt, verdammt. Nochmal. Also. Oh Mann. Ich habe ihn verfehlt. Kann man eigentlich auch eine andere Waffe nehmen? Bam, 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 bam. Was passiert eigentlich, wenn man den Blauen trifft? Hm.
Nun gut, das war's für diese Folge. Ich hoffe, dir hat Spaß gemacht und in der nächsten Folge geht es dann mit diesem Schießstand weiter. Ich möchte das nämlich mal schaffen und dann mal gucken, was dabei rauskommt. Jo, bis dahin.